Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir haben ein kleines Dampfproblem und das müssen wir schnellstmöglich lösen. Meine Idee jetzt, wir haben hier einen Frischwasseranschluss, beziehungsweise haben hier rein theoretisch oben auch einen hier, an dem wir direkt was anzapfen können. Problem ist, ohne Strom wird natürlich auch nichts gepumpt. Bedeutet, ohne Strom sind wir so oder so geliefert. Das ist jetzt hier aktuelles Problem. Durch den Strom, der fehlt, passiert hier auch nichts mehr. Jetzt hat wer die Überlegung, dass ich denen hier auf anderweitige Wege erstmal Dampf liefere, damit die wieder mir Energie liefern. Das mit der Kohle war relativ dumm, muss man sagen. Ist so, kann man nichts anderes zu sagen. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das am schlauesten? Hier vorne eigentlich ein Kohlelager, das können wir direkt anstöpseln. Und wenn ich hier Kohle, Wasser rein und dann kann ich den Dampf vorne hier rausballern. Vielleicht gar nicht die schlechteste Idee, ne? Fürs Erste. Mein Gott, das würden wir noch ändern. Aber fürs Erste einfach mal eine gerade Leitung hier durch die Pampa durchsetzen. Das ist aktuell einfach die wichtigste Leitung, die wir haben. So. Vielleicht ist es gar nicht doof. Warte mal. So, wir haben doch hier auch noch Schweröl. So, warte mal. Zurück. Destillationsstufe 1. Ihr macht Schweröl. Und ihr produziert Leichtdestillat. So, aber das Schweröl kann doch auch von den Wasseranlagen hier verarbeitet werden, oder? Schweröl, ja. Dann machen wir doch mit Schweröl hier noch ein bisschen. So, schau an. Dann setzen wir jetzt mal hier. 3 Turbinen, denke ich mal, werden reichen. Bist du irgendwie weiter weg wie die andere? Jetzt schauen wir mal, ob ich hier vielleicht Scheiße gebaut habe. Nein, habe ich nicht. Dann haben wir nicht die Gasfackeln auch wieder weg. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Das wird uns auch nochmal um einiges helfen. So, nochmal. Darüber hätte ich viel früher nachdenken müssen. Das ist jetzt richtig beschissen, dass es so spät erst ist, aber hey. Kriegen wir schon gelöst. So. Wasseranschluss. So. Dann haben wir hier überall die Brennköpfe. Wenn du überlegst, wie viel hier allein schon da und rausfliegt. Dann ist das schon fast alles, was wir brauchen. Weg damit. Zack. Dankeschön. So, die Sache ist, wir brauchen jetzt also im Grunde hier eine Leitung rein. Sagen wir auf der Höhe. Ich setze dich auch genauso hier an. Hier an. Richtung ändern und dann werden wir das so anschließen und dann geht die halt hier hinten raus. Richtung ändern. So.
Wie kriege ich am besten dich hier raus? Kommen. Jetzt von der weit drübesten Anlage noch. Auf welche Höhe ist denn das jetzt hier? Nein, ach komm schon. Und dann können wir jetzt hier vorsichtig alle einfach einen Anschluss geben. Einfach nur schauen, dass wir den Anschluss kriegen. Zack. Und dann wird Schweröl in Zukunft auch abtransportiert. Cool. Und den Dampf... Wo geht denn der bis jetzt rein? Der geht bis jetzt hier vorne rein, bedeutet, wir schleusen den hier vorne zusammen. Schicken ihn dann. Am schlausten irgendwie so dahin. Gut, dann schauen wir mal, dass das alles schnell fertig wird. Weil immerhin wird das jetzt so der Punkt sein, wo... Es, wenn entweder schief geht oder nicht. Das kann ich ja schon mal so sagen. Wenn das schief geht, könnte jetzt vieles so. Ich tue jetzt vieles mit Hand machen. Und einfach in den Pausen auch, weil wenn ich die jetzt schnell sage, liefern. Dann sollte das hoffentlich auch gleich dann da sein. Dann die Leitung natürlich auch, die wird schon gemacht. Die Leitung bitte auch. Kommt hier gerade noch Wasser rein? Ja, hier kommt Wasser rein. Ich muss euch wahrscheinlich noch einschneiden. Nee, ihr macht alles schon. Jetzt kommt das erste. Oh, da fehlt ein. Schaut euch das an. Wie sneaky. Jetzt hat. Dann tun wir die mal pausieren. Das sollte dann hoffentlich funktionieren und reichen. Ich hoffe es zumindest. Wir werden sehen, ob es reicht oder nicht. Weil so viel Schwerte ist, die Latte kommt jetzt natürlich auch wieder nicht rein. Die Einwohnerzahl steigt zwar jetzt, aber
Ob das ausreicht, ist die Frage. Die Strecke ist eh inaktiv jetzt. Bedeutet, der ganze Rest sollte eigentlich hier reinfließen und somit dann... hoffentlich auch genug Energie liefern, weil aktuell läuft es noch alles sehr langsam. Vielleicht können wir einfach mal jeden Anschluss hier deaktivieren und... ach, der ist inaktiv. Warte mal, habe ich dann hier noch irgendwo einen Zwischenpunkt, der pausiert wurde? So, der liefert jetzt noch ein bisschen mit. Fürs Erste. Jetzt müssen wir nur schauen, dass die Anlage gerade genug liefert. Das Problem ist aktuell, wie scheint, dass nicht genug Schwerdestillat da ist, um das Ganze durchzuarbeiten. Ich weiß nicht, ob auch genug Dampf ist. Also, dass genug Dampf da ist, ist die Frage. Wenn genug Dampf da ist, ist alles super, dann bin ich happy. Aber dafür müsste es erstmal passieren, ne? So, haben wir noch diese Einwanderungszeugs? Wachstumsschub macht minus 1. Ich habe aktuell nicht minus 1, ne? Vielleicht ein bisschen blöd, aber ja, müssen wir das erste so lassen. Ist immer noch gefährdet. Jetzt sollte das wieder anfangen zu sinken, kann das sein? 120 Monate? Nee, jetzt hat es einen stetigen Anstieg. Das finde ich cool. Wie es ausschaut, Verbrauch, Produktion. Dieses Jahr, letztes Jahr. Schaut gut aus. Was mich noch ein bisschen stört, ist, dass hier nichts nachkommt, wirklich. Die scheinen echt so inaktiv zu sein. Ja, okay, wir kriegen fast kein Wasser nach. Das ist jetzt das Problem. Die liefern jetzt schon, aber sie haben noch nicht genug Kraft und nicht genug Energie, wie scheint. Dadurch wird auch jetzt gerade nichts gearbeitet, wirklich. Wir verlieren gerade nur wie wild. Ah, jetzt sammelt sich das Schwerdestillat. Okay, die Leitung muss eh nur leer laufen, dann ist alles vorbei. Die müsste jetzt leer sein. Gut, dann wird sie jetzt mehr von der Seite kommen müssen. Jetzt gibt es auch kein Wasser mehr. Ey, das ist doch ein blöder Witz. Kann ich einfach sagen, alles hier deaktivieren fürs Erste? Gib Pause. Ganzen unnötigen Sachen. Jetzt hat sie mal gut an der Grenze dran gewesen. Ich muss jetzt erstmal die Produktion einstellen. Aber ich glaube, die zieht gar keinen Strom. Oh, ich kann die auch mal komplett pausieren. Jetzt zieht ja auch voll Strom. So, jetzt scheint Strom Dampf da zu sein. Jetzt wird Dampf produziert. Und ich hoffe langsam mal auch ein bisschen auf Vorrat. Dass das Ganze hier wieder anläuft. Na kommt. Komm schon. Zieh hoch das Ding. Ich würde gerne wieder alles hochfahren. Die kriegen immer noch kein Wasser nach, wie scheint.
Oder ist es, weil hier nur die zwei produzieren und deswegen nicht genug gemacht wird? Ich glaube, das ist ja das Problem. Aber das kann man ja schnell beheben. Wasser pumpen. Einfach mal platzieren. Schnell liefern. Schnell liefern. So, und dann Rohre. Das war eine dumme Platzierung. Sollte genug nachkommen, oder? Ja. Jetzt kann die Brotproduktion erstmal wieder nachliefern. Wenn die Brotproduktion wieder läuft. Wie viel Wasser ist hier drin? Ja, das sollte jetzt auch langsam wieder gehen. Ich hoffe mal, genug Dampf, um die Produktion jetzt hier am Laufen zu halten. Wie schaut's aus? Er sagt, er hat nichts. Das wäre natürlich schlimm, wenn er nichts mehr kriegt. Leben die nur noch auf Reserve? Das wäre echt schlimm. Also ich kann bestimmt hier noch einen platzieren, das ist jetzt absolut kein Problem, aber trotzdem irgendwie kacke. Jetzt muss ich erstmal das Band hier verschieben. Ah. Unpassender Typ. Faches 12 von 2, war das das hier? Ja. Da habe ich nicht mitgedacht. Da habe ich nicht mitgedacht. Schnelles Entfernen. Kopieren Werkzeug. Komm, lass mich das auch noch abreißen. Dankeschön. So. Schnell liefern. Mit noch einer Turbine mehr sollten wir da auf jeden Fall gut bedient sein. So, und dann tun wir dich hier mit einem Fördermann 2 nochmal verbinden. Falls ich nochmal Platz brauche, so. Ach, habt ihr das schon durch, oder was? Dann kriegt ihr von mir den Bereich jetzt editiert. Dann machen wir das jetzt wie folgt. So, Stützmauer lang. Darf ich da nicht platzieren, okay.
So, und dann haben wir hier schon wieder einfach Material nachgesammelt und können anfangen, die ganze Fläche hier noch ein bisschen zu erweitern und dann zukünftig die Anlage zu verbessern. Ich hoffe, dass wir damit jetzt wieder Energie herstellen können, genug. Und das Ganze besser wird. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.